Hey Freunde, ganz liebe Grüße aus Singapur. Ich bin mittlerweile zu meinem Auslandsaufenthalt hier angekommen, habe mich einigermaßen eingefunden und habe dementsprechend dann auch die Zeit dafür gefunden, ja, deutsche und internationale Politik wieder anzugehen und die für euch zusammenzufassen. Und dementsprechend verlieren wir auch keine Zeit und starten direkt in die deutsche Innenpolitik. Ja, zunächst einmal hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie herausgegeben, wonach die 1600 deutschen Krankenhäuser, die wir haben, eher auf eine Anzahl von 600 reduziert werden sollten. Warum? Um Kompetenz zu bündeln. Oft ist Erfahrung und Qualität einfach, was verschiedene komplizierte OPs wie Hüftgelenks-OPs etc. angeht, einfach viel wichtiger ist, das zu bündeln und diese Kompetenz in einem konkreten Zentrum zu haben. Das sei viel wichtiger als eben die Nähe und die Erreichbarkeit und dass die OP halt innerhalb der nächsten 2 Wochen und nicht 4 Wochen passiert. Ärzteverbände, verschiedene Spezialisten, aber auch die Bundesregierung zum Beispiel halten dagegen. Diese Bundesregierung hat zum Beispiel im letzten Jahr gerade ländliche Krankenhäuser eben bezuschusst, damit der ländliche Raum nicht ausstirbt, damit man auch dort eine Versorgung gewährleisten kann. Und vor allem ältere Menschen gehen eben auch gerne in dieses Krankenhaus in Deutschland und lassen sich eher da behandeln als beim lokalen Arzt, weil die lokalen Ärzte, vor allem auf dem ländlichen Raum, eben auch langsam ja, weniger werden. Insgesamt ist die Debatte viel vielschichtiger und wesentlich komplexer, als dass ich sie jetzt hier aufdröseln könnte. Aber es zeigt einfach, die Debatte, die es im Gesundheitswesen und der Politik immer gibt, geht jetzt auch auf eine fundamentale Art weiter. Denn es wird hier ja fundamental am System etwas kritisiert. Behandle ich mein Leiden oder lasse ich mein Leiden ambulant behandeln oder gehe ich doch ins Krankenhaus? Das ist auch was, was man als Privatperson oft wirklich auch einfach nicht weiß. Und wo das System ja sehr undurchsichtig ist, wo immer darüber debattiert wird und jetzt eben auch öffentlich. Kommen wir zur Klimadebatte in Deutschland. Eigentlich ja immer aktuell derzeit. Deutschland verfehlt weiterhin seine Klimaziele, Fridays for Future auch sehr aktuell. Und Ende September soll das erste deutsche Klimagesetz, das richtige Klimagesetz kommen. Und mittlerweile ja, wird die Debatte richtig sachlich. Man diskutiert tatsächlich über echte Optionen. Führende Wirtschaftsvertreter haben sich zusammengetan und eben mitgeteilt, sie hätten gerne eine CO2-Steuer, die zum Teil vom Preis, was vorgeschlagen wird, eben noch höher liegt als das, was die Bundesregierung sich derzeit vorstellen kann. Das liegt eben daran, klar, Unternehmen wollen nicht besteuert werden. Aber auch diese Unternehmen sehen eben, dass sich viel tut, dass alles im Wandel ist und dass man eben den Klimawandel auch nicht ignorieren kann. Und die große Frage, die sich hier auftut und über die derzeit eben auch politisch debattiert wird, ist, ob die Bepreisung von CO2 per Steuer funktionieren soll, wo eben dann einfach eine festgelegte Anzahl an Euros bezahlt werden muss für eine Tonne CO2 oder ob man es per Emissionshandel macht und man sagt, okay, es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Zertifikaten, die man braucht, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Und wenn die fast aufgebraucht sind, gibt es sehr wenige. Marktwirtschaftliches Prinzip, die werden sehr teuer und letztlich hat man damit eben eine festgelegte Menge CO2 und man weiß, okay, so viel dürfen wir noch verbrauchen und macht es so. Vieles spricht für das eine, vieles spricht für das andere. Darüber wird gerade weiterhin diskutiert. Die Wirtschaft setzt sich auf jeden Fall auch dafür ein, da mitzumachen und politisch möchte man das Ganze derzeit auch sozial verträglich gestalten. Kommen wir zum letzten innenpolitischen Punkt für heute. Und nach der Wahl von Frau von der Leyen zur Europäischen Kommissionspräsidentin, wozu wir später noch kommen, ist jetzt AKK-Verteidigungsministerin geworden. Relativ überraschend. In den letzten 2 Wochen gab es viele Debatten darüber, wer es werden wird. Sie selber hat es eigentlich ausgeschlossen. Ist es jetzt doch geworden? Wahrscheinlich eben, um sich selber zu beweisen, auch öffentlichkeitswirksam zu zeigen, dass sie es eben drauf hat, ein Ministerium zu leiten und wenn es um die Kanzlerfrage geht, vielleicht auch irgendwann ein Land. Viele Kritiker werfen ja allerdings vor, dass es eben wesentlich qualifiziertere Personen gegeben hätte. Leute, die sich auskennen mit der Bundeswehr, mit dem Militär, mit der Struktur einfach schon. AKK muss sich da jetzt erstmal enorm einarbeiten. Und dementsprechend kann man durchaus davon sprechen, dass die Bundeswehr hier ja zu machtpolitischen Spielereien ausgenutzt wird irgendwo. Frau von der Leyen hatte das Verteidigungsministerium für 5,5 Jahre, hat da auch viel vorangebracht, das muss man auf jeden Fall anerkennen. Allerdings, man kennt es. Es gibt definitiv noch genügend Baustellen, wo sich dann ja AKK auch öffentlichkeitswirksam, wie gesagt, um zu zeigen, dass sie es drauf hat, beweisen kann. Mehr oder weniger genauso überraschend war die Nominierung und die Wahl von Frau von der Leyen zur Europäischen Kommissionspräsidentin, dem obersten europäischen Amt. Das haben relativ wenige kommen sehen, muss man sagen. Im Vorfeld gab es wirklich, wirklich schwierige Verhandlungen darüber, wer eben europäischer Kommissionspräsident, Präsidentin werden soll. Gewonnen hat die Wahl klar die EVP mit den meisten Stimmen. Manfred Weber als Spitzenkandidat war eigentlich prädestiniert, allerdings wurde er nicht mitgetragen als Kompromiss von dem Parlament.
Weil ja, man kennt ihn nicht, man weiß nicht wirklich, was für Politik er macht, er ist noch nicht lange dabei, hat nicht die Erfahrung, haben viele gesagt. Darüber hinaus gab es die Debatte über das Spitzenkandidatenprinzip, wonach nur Kommissionspräsident, Präsidentin werden kann, wer auch als Spitzenkandidat angetreten ist, was zum Beispiel eben Frau von der Leyen ja nicht ist. Die SPD hat gesagt, okay, es gab dieses Prinzip, man hat den Bürgern versichert, okay, wenn ihr diese Person wählt, oder es gibt diesen Kreis dieser 5 Personen und einer davon wird nun mal Kommissionspräsident, sucht euch einer aus und es wird nicht in Hinterzimmern nochmal von Politikern tatsächlich bestimmt und der Wählerwille praktisch übergangen. Das ist jetzt mehr oder weniger passiert, klar, Frau von der Leyen gehört auch zur EVP, aber sie ist jetzt letztlich auch zur Kommissionspräsidentin gewählt worden. Die Bundesregierung hat sich enthalten dabei, die CDU war dafür, die SPD aufgrund des Spitzenkandidatenprinzips eben nicht. Aber es gibt auch große Freude unter anderem daran, dass es eben zum ersten Mal eine Frau an der Spitze von Europa ist, praktisch von Deutschland mit Frau Merkel als erstes jetzt weitergetragen nach Europa mit Frau von der Leyen. Bezüglich internationaler Politik schauen wir als erstes auf die Türkei, denn die hat ein neues russisches Raketenabwehrsystem gekauft. Erstmal nicht schlimm, ist nur ein Abwehrsystem, aber für die USA bedeutet das, dass sie die Türkei aus ihrem F-35-Jet-Programm ausschließen. Das heißt, die Türkei darf nicht weiter daran teilnehmen und letztlich auch keine Jets davon kaufen. Das Problem ist nämlich, dass die Türkei sowohl ein russisches jetzt als auch ein amerikanisches Raketenabwehrsystem benutzen. Die beiden sind relativ inkompatibel und die USA hat Angst, dass durch die Vernetzung dieser beiden Systeme Russland eben an geheime militärische Daten unter anderem bezüglich dieses Jet-Typs kommen kann. Dementsprechend verschlechtert sich hier ja die Beziehung zwischen den zwei NATO-Partnern USA und Türkei weiterhin, wie es schon in den letzten, ja muss man sagen, Jahren auch so war. Weiterhin bleibt die Türkei allerdings wirtschaftlich gesehen ein sehr wichtiger Partner von Deutschland, denn alleine von Januar bis April 2019 hat die Türkei im Wert von 180 Millionen Euro militärisches Gerät aus Deutschland gekauft. Damit ja, ist es natürlich klar, dass die deutsch-türkische Beziehung irgendwie ganz gut ist. Auf der anderen Seite sind es eben weiterhin militärische Güter, die wir exportieren. Und der letzte Punkt ist, dass die EU tatsächlich Sanktionen gegen die Türkei verhängt hat, denn die Türkei beginnt damit tatsächlich vor zyprischer Küste nach Erdgas zu bohren und das ist auch ein größerer Konflikt, als ich ihn hier anschneiden kann. Auf jeden Fall sind hier Sanktionen verhängt worden und damit ja, rückt zum Beispiel ein EU-Beitritt der Türkei, der ja schon sowieso ganz weit entfernt ist, noch viel weiter in die Ferne, wenn jetzt hier tatsächlich schon Sanktionen eingesetzt werden. Ja, im Folgenden sprechen wir mal über ein Land, über das haben wir, glaube ich, bisher noch nie gesprochen, Kambodscha. Hintergrund ist, dass Industrienationen immer öfter in den letzten Jahren und Jahrzehnten Müll, vor allem Plastikmüll, genommen haben und einfach verschifft haben in Entwicklungsländer, hauptsächlich Südostasien. Viele dieser Entwicklungsländer dort haben einen Importstopp verhängt, unter anderem schon vor Jahren in China zum Beispiel oder auch in Thailand. Das Ganze wird aber nicht unbedingt immer durchgesetzt. Und jetzt ist zum Beispiel eine Ladung aufgeflogen, wonach 1600 Tonnen Plastikmüll eigentlich zur Recycling veranschlagt, was eben nicht dort recycelt werden kann, gefunden worden. Und Kambodscha ist ganz klar und sagt, ja, dann fährt das Schiff wieder zurück und bringt diese 1600 Tonnen wieder zurück in die USA und nach Kanada, wo dieser Plastikmüll eben herkommt. Und Entwicklungsländer wehren sich auch immer häufiger jetzt gegen diese Mülllieferungen, weil sie eben selber aufgrund dieser jahrelangen Mülllieferungen auch schon riesige Probleme haben und das Problem mit Plastik im Meer und in den Ozeanen kennt man zu Genüge. Und ganz zum Schluss möchte ich noch kurz nochmal auf den Sudan schauen, einfach um es nicht zu vergessen. Dort hat man Andachten angehalten für die ganzen Menschen, die mittlerweile in den Protesten dort umgekommen sind. Die Militärregierung ist weiterhin in der Macht. Hat er eigentlich eine Einigung mit der Zivilbevölkerung erzielt, eine Übergangsregierung gemeinsam zu bilden. Diese Einigung ist aber immer noch nicht unterschrieben worden. Die Proteste dort gehen weiter. Und sie sind derzeit wieder gewaltfrei. Aber gibt natürlich keine Garantie dafür, dass das so bleiben wird. Und ja, die anfängliche Hoffnung, dass es tatsächlich alles relativ geordnet zu einer Demokratie werden kann, die ist mittlerweile fast erloschen. Und man hat Angst davor, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen kann und ja, die auch Jahre oder Jahrzehnte andauern könnten. Verabschieden wir uns aber noch kurz von den normalen Nachrichten und schauen auf die gute Nachricht der Woche. Und das ist AIDS, also der Rückgang von AIDS. 2018 hatten wir 720.000 AIDS-Tote, 33% weniger als im Jahr davor, 1,7 Millionen Neuinfizierte, 14% weniger als im Jahr davor. Man geht davon aus, dass AIDS besiegbar ist. Medikamentös ist man sehr weit. Die Medikamente sind sehr stark, sehr wirksam. Medikamentös Eingestellte können die Krankheit fast nicht mehr übertragen. Die Medikamente werden auch immer billiger, immer mehr wird eingesetzt.
Und das gibt auf jeden Fall Hoffnung. Auf der anderen Seite, in Osteuropa und Zentralasien zum Beispiel, steigen die Zahlen dramatisch. Und auch die Spenden für HIV-Opfer und für Medikamente dagegen, die gehen Schritt für Schritt zurück, schon in den letzten Jahren, einfach weil die Krankheit nicht mehr so präsent ist, weil man auch gute Nachrichten gehört hat. Allerdings wäre das jetzt der falsche Moment, um eben aufzuhören oder dafür zu sorgen, dass es eben nicht mehr so stark bekämpft wird. Denn wenn sich jetzt resistente HIV-Viren eben festsetzen, dann könnte das einen richtig krassen Backfire-Effekt haben. Und dementsprechend ist gerade jetzt die Zeit, wo man eben noch weitergehen sollte und dafür sorgen sollte, dass es auch einen gewissen Plan gibt. Da gibt es eben auch die WHO, die sich dessen mehr oder weniger angenommen hat, HIV in den nächsten 30 bis 60 Jahren eventuell ausrotten zu können. Und das finde ich definitiv eine gute Nachricht der Woche wert. Ja, das war's auch schon von den ersten Nachrichten aus meiner kleinen Übergangswohnung hier in Singapur. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Anregungen, Kommentare, immer alles gerne in die Comments. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns doch hoffentlich nächste Woche zu den nächsten Nachrichten wieder.